App-Management und Konfiguration. Lichteinstellungen. Drücken Sie auf der LampCam-Menüliste den LampCam-Einstellung-Button und anschließend den Einstellungsbutton der gewünschten Kamera. Klicken Sie anschließend auf Erweitert. Scrollen Sie runter bis zu Einstellungen Beleuchtung. Wenn Sie möchten, dass das Licht immer angeht, wenn eine Bewegung erkannt wird, dann stellen Sie die Einstellung hier auf Nachbewegung. Wenn Sie allerdings möchten, dass das Licht zu einem festen Zeitpunkt angeht, müssen Sie nach Zeitplan wählen. Im Zeitplan müssen Sie eine bestimmte Startzeit, wo das Licht angeht, und eine Endzeit, wo das Licht ausgeht, einstellen. Klicken Sie anschließend auf Speichern. Bewegungsmaskierung. In den Empfindlichkeitseinstellungen können wir Bereiche des Bildes auswählen, an welchen die Kamera Bewegungen ignorieren soll. Livestream-Funktionalität. In der LampCam-Menüliste finden wir ein Vorschaubild von unseren konfigurierten Kameras. Mit einem Doppeltipp auf die gewünschte Kamera lässt sich das Livestream-Menü öffnen. In dem Livestream-Menü lässt sich in Echtzeit sehen, was die Kamera aufnimmt. Zusätzlich gibt es noch folgende Funktionen. Aufnahme, Push-Button. Wenn dies aktiviert ist, beginnt die Kamera ein Video aufzunehmen, wenn Bewegung erkannt wird, und sendet eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone. Snapshot-Button. Erstellt einen Schnappschuss des aktuellen Moments, der auf dem Smartphone gespeichert wird. Videoaufnahme-Button. Hierbei wird eine 60-sekündige Videoaufnahme gestartet. Für diese Funktion ist es notwendig, eine MicroSD-Karte installiert zu haben. Listen-in-Audio. Aktiviert, deaktiviert das Mikrofon, um durch die Kamera mitzuhören. Push-to-Talk-Button. Durch Drücken und Festhalten dieses Buttons können Sie mit dem Mikrofon Ihres Smartphones durch den Lautsprecher der Kamera kommunizieren. Sirene. Startet einen 60 Sekunden Sirenenalarm. Es ist möglich, die Sirene zu stoppen, indem Sie erneut auf das Symbol tippen. Kameralicht. Schieben Sie die Leiste, um die Helligkeit der Lampe zwischen 0 und 950 Lumen einzustellen. Tippen Sie auf das Lampensymbol, um das Licht ein- oder auszuschalten oder den Automodus zu aktivieren. Wenn der Automodus aktiviert ist, wird das Licht entsprechend Ihrer Lichtauslösungseinstellung automatisch eingeschaltet. Video abspielen. Tippen Sie im Hauptmenü auf das Konfigurationssymbol und dann auf das Notizblock-Symbol der Kamera. Wählen Sie einen Zeitraum aus und klicken Sie auf OK. Die Kamera zeigt alle Videoaufnahmen aus dem vorherigen Zeitraum an. In jedem Video werden Datum und Uhrzeit ab dem Zeitpunkt der Videoaufzeichnung angezeigt. Klicken Sie auf das gewünschte Video, um das Video auf Ihr Smartphone zu streamen. Um ein Video von der MicroSD-Karte zu löschen, wählen Sie das Stiftsymbol, dann das Video und tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol.